Meine lieben Fadenspieler, willkommen zurück zu meiner Knitax M2. Ich habe hier ein Probestück und hier zeige ich euch, heute zeige ich euch zwei bzw. drei Tricks, wie man entweder solche rollenden Ränder vermeiden oder verringern kann und wie man ein doppeltes Gestrick machen kann. Wie ihr seht, habe ich bei dieser Probe zwei Seiten und diese Seite ist relativ steif, ohne dass ich sie gebügelt oder gestreckt hätte. Die ist relativ steif und hier rollt sich der Rand trotz Rechtsmaschen nach wie vor wie beim normalen Glattgestrick. Wie man das vermeiden kann oder zumindest verringern kann, zeige ich euch heute. Außerdem kommt dran, wie kann ich ein Gestrick doppelt legen. Dieses Teil habe ich ganz einfach quer gestrickt. Mit diesem Rand oben und einer Seidennaht, die mit Maschenstich zusammen gemacht worden ist. Man sieht also keinerlei Naht. Und hier unten habe ich auch per Hand zusammengestrickt, gestochen. Und das gibt eine Naht, die recht dünn und sauber ist. Das Teil sieht anders aus, weil die Ränder hochgehängt wurden. Und wie das geht, zeige ich euch heute auch. So, und dann wollen wir mal zum praktischen Teil kommen. Steht die Maschenanzahl fest, die man braucht, dann kommen die Nadeln bis ganz nach vorne und der Schlitten steht rechts, der Faden wird von links nach rechts geschlungen zu einem festen Anschlag. Man geht also mit dem Faden rechts an der Nadel hinein, geht drüber nach links und unten drunter durch die Lamelle wieder nach vorne in die nächste Nadel. Von rechts nach links über die Nadel und bildet somit Schlingen, Anfangsschlingen, die einen geschlossenen Anschlag ergeben. Das muss ich jetzt bis auf die andere Seite machen und dann eine entsprechende Anzahl an Reihen stricken für das Bündchen. Nun kommt das Bündchen dran, das mache ich auf eine ganz bestimmte Weise. Die zweite Nadel geht nach unten, das heißt, ich werfe sie ab und dann wird die Reihe aufgedröselt. Das geht etwas langsam am Rand, damit sich nicht zu viel verzieht, muss man da etwas vorsichtiger sein. In der Mitte geht es problemloser. So, bis ganz nach unten, bis zum letzten Faden. Hier. Nun habe ich hier lauter Querfäden und dieser Faden hier war der erste, den ich als erste Reihe geschlungen habe. Der muss natürlich wieder eine Öse bilden und das macht man so, dass man die Häkelnadel von oben nach unten einführt und einmal dreht, damit die Nadel nach oben guckt wieder, also die Rundung nach oben guckt. Und dann kann ich entweder die Querfäden einzeln abstricken zu einem normalen rechts-links oder wie ich es jetzt machen möchte mit einem Halbpatent. Das heißt, zwei Fäden kommen auf die Nadel, werden durchgeschoben und der zweite Querfaden wird abgehäkelt. Der erste Querfaden, der zweite Querfaden und der wird abgehäkelt. Und somit habe ich ein Patent. Das kommt natürlich wieder auf die entsprechende Stricknadel. Dann aufpassen, dass die Fadenschlingen hinter die Lamellen kommen und die Fadenschlingen hinter den Laschen liegen. Und jetzt lasse ich zwei links, jetzt kommt das nächste rechts Patent.
Das geht jetzt etwas leichter aufzumachen. Wieder aufmachen bis zum letzten Fädchen. So, und hier haben wir wieder den Anfangsfaden. Von oben nach unten einhaken, einmal wenden und den ersten Faden abhäkeln und jetzt in Patent weiter. 1, 2, 3, 4, 5 und der Einzelfaden wird so abgehäkelt. Und nun kommt das wieder da drauf auf diese Nadel. So, nach vorne schieben, zurück und sauber verarbeitet. So, das Bündchen ist oben. Nun fangen wir an, das glatte Teil zu stricken. Und da zeige ich euch jetzt die zwei verschiedenen Randgestaltungen, die eben einen weniger welligen Rand bringen als ein normales Gestrick. Das erste geht so, dass man die erste Nadel, die zu stricken ist, in Ruhestellung bleibt und den Arbeitsfaden über diese Nadel und die Reihe legt. So, die nächste Reihe wird diese Nadel abgestrickt, kommt also wieder in Arbeitsposition. Die andere Möglichkeit ist, die Randmasche wieder nach oben in Ruheposition zu schieben, also auf der Seite, wo der Schlitten steht. Dann legt man aber den Faden nicht über die Nadel, sondern unter die Nadel durch und über die andere Reihe drüber. Also hier legt sich der Faden nicht über die stillgelegte Nadel. Noch einmal. Arbeitsposition links, Ruheposition rechts, den Faden über die Randnadel, wieder runter und hier den Faden unter die Nadel und stricken. Das sind die zwei Methoden, um die Ränder etwas zu verkürzen. Man sieht das hier an dem Teil, das ist diese rechte Seite, da ist der Rand ein wenig löchrig, ein wenig porös. Das ist die Seite, auf der der Strickfaden über die stillgelegte Nadel gelegt wird. Die andere Seite, man kann es gut erkennen, ist viel dichter, nicht so porös wie die rechte Seite und ist auch viel weniger wellig als das normal gestrickte hier. Das ist das normal abgestrickte. Und dadurch kann man natürlich auch ein wenig das Rollverhalten eines glatt gestrickten Teils verändern und minimieren. Also noch einmal Randgestaltung. Einmal ist die Möglichkeit, den Faden über die stillgelegte Nadel zu schieben und die andere Möglichkeit, unter die Nadel durch und in Arbeitsposition. So, das sind die zwei Möglichkeiten, die Randmaschen zu verkürzen, also diese Strecke, die die Randmaschen dann bilden beim Abstricken, zu verkürzen. Dadurch, dass die Randnadeln nur jede zweite Reihe abgestrickt werden und eine Reihe still liegen. So, also für das hochgehängte Teil braucht ihr natürlich an den Rändern nicht aufzupassen, ob die kurz oder lang sind, sondern ganz normal zu stricken. Denn wir brauchen diese kleinen Perlchen hier. Ich habe nun das praktisch, wenn es ein Säckchen ist oder ein Waschlappen, habe ich dann jetzt die
Talsohle erreicht und muss jetzt quasi die Seide wieder zurückstricken. Und dazu hänge ich hoch. Hier habe ich, muss mal sehen, dass man das gut zeigen kann. Hier habe ich die Perle von der letzten Wendung und hier die Perle von der vorletzten Wendung. Nun kann ich hochhängen, entweder den Querfaden oder die Perle. Das könnt ihr auswählen, wie ihr wollt. Ich nehme die Perle. Die von der Vorreihe nehme ich dann auf meinen, Nadelheber und hänge die auf diese Masche mit drauf. So. Und das mache ich auf der anderen Seite genauso. Die Perle nach oben hängen auf die Randmasche. So, drauf achten, dass die Schlinge hinter der Nadel ist. Und nun stricke ich zwei Reihen. Eins und zwei. Und hänge die nächste Perle nach oben auf die Randmasche. Auf beiden Seiten. Die habe ich hochgehängt. Nun kommt die nächste dran. Das ist, wie gesagt, wie schon am Anfang erwähnt, nicht meine bevorzugte Methode. Aber es kann jeder machen, wie er es gerne möchte, wie es ihm gefällt. Zwei Reihen. Nun kommt wieder die nächste Perle links. Nach hinten schieben, unten schieben und die nächste Perle rechts. Schwierig wird es dann, wie zu vermuten, oben am Bündchen, beziehungsweise wenn ich einen Hohlrand mache, wird es oben schwierig, da kommen wir ums Nähen nicht herum, da geht es nicht anders. So, also immer die letzte Perle von dem Gestrick, von dem schon fertigen Gestrick, nach oben hängen. Wenn man nicht aufpasst wie ein Schießhund, kann es natürlich passieren, dass man eine Perle übersieht, dass man falsch klemmt und das sieht man dann im Rand. Das fällt dann auf. Muss man also richtig gut aufpassen. So, hier kommt das nächste. Und so geht es weiter, bis ich oben bin, wieder da, wo der Rechts-Links-Rand anfängt. Und dann kommt das Bündchen wieder dran. Das Abschlussbündchen. Und da könnt ihr euch denken, wenn ich das nach oben hänge, habe ich das Bündchen hier als Abschluss. Und dann muss ich natürlich dieses Bündchen auf der anderen Seite auch wiederholen. Wenn ich also diese Strecke hier mit aufhänge, dann gibt es Probleme beim Häkeln, beim Musterabhäkeln. Also muss ich mit dem Einhängen der Ränder aufhören, bevor das Bündchen gestrickt wird. Und dann muss ich diese Strecke hier nähen, per Hand. Das und das per Hand zu nähen. So, aber jetzt mache ich das erst einmal weiter, bis ich oben am Bündchen bin. Und dann sehen wir uns wieder. So, hier seht ihr den quer gestrickten Topflappen bzw. Waschlappen oder auch Säckchen. Ich habe hier mit einem falschen Faden angefangen. Hier rechts stricke ich einen normalen Rand und hier links habe ich diesen Rand mit übergelegter Schlinge gestrickt.
Also überlegen, stilllegen und jetzt wieder abstricken und auch wieder den Rand mit Halbpatent hochgehäkelt. Ihr könnt sehen, eindrucksvoll ist das nicht, diese Rolllust, die auf dieser Seite herrscht. Und hier liegt es schon ohne Dämpfen oder Nassmachen oder Spannen, liegt es schon glatt. Wenn ich das Säckchen jetzt fertig machen möchte, kann ich ab jetzt die zweite Hälfte hochhängen oder ich stricke einfach bis zum Schluss und nähe das zum Schluss dann zusammen. Das ist mir das Liebste. Und dann kann ich auf zwei Arten die Seitennaht zumachen, indem ich entweder diese Maschenreihe auf drauf hänge noch zusätzlich und zusammen abmasche, alles zusammen, oder ich lasse es offen, mache eine falsche Farbe noch zum Ende und nähe es per Hand mit dem Maschenstich zusammen. Meine bevorzugte Methode, weil dann sieht der Rand genauso aus wie das normale Gestrick und hat keine Naht. Das geht also ohne Naht. Ich stricke das also so weiter, wie ich es bisher gestrickt habe und nähe das dann zum Schluss per Hand zusammen. Das ist meine bevorzugte Methode, weil ich das schöner finde. Ja, und damit sind wir am Ende des heutigen Films. Ich hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen und ein paar Tricks vermitteln. Und wir sehen uns bald wieder bei neuen Tipps und Tricks. Mit zum Beispiel Ausrechnen eines Gestricks. Tschüss denn und viel Spaß beim Nachmachen. Bleibt mir gesund.